Jo, und was geht? Euer Karasu ist wieder back am Start mit Dragon Ball Action. Ja, ich weiß, das neue Manga Kapitel 47 ist ja nun draußen. Ich wollte gestern eigentlich noch das Spoiler-Video hochbringen, aber ich habe mir gedacht, ach, das Kapitel auf Englisch wird auch demnächst geleakt oder veröffentlicht. Ist ja auch der Fall. Heute oder gestern kam es auf Englisch raus. Also dauert es wohl noch, ich sage mal, eine Woche, vielleicht maximal 3-4 Tage, bis es dann auf Deutsch kommt. Und dann werde ich euch das natürlich wie immer präsentieren, wie ihr es von mir kennt. Und ich werde auch einige Videos dazu machen, weil es gibt nämlich sehr coole, lustige Passagen. Auf Englisch habe ich das schon gesehen, schon mal durchgelesen. Und da gibt es sehr coole Passagen zu Dragon Ball Z. Aber kommen wir erstmal zu diesem kleinen Video. Und zwar wollte ich euch auf dem Laufenden halten, was es denn in der Spieleindustrie von Dragon Ball denn alles Neues dazukommt. Wir wissen ja, Dragon Ball oder Super Dragon Ball Heroes World Mission ist ja gerade am Start. Ihr habt einige Videos wahrscheinlich auf meinem Kanal auch gesehen. Ich habe es ja schon ein bisschen gestreamt. Ja, und da kommen wieder brandneue Karten. Das ist der Oberhammer, was da jetzt an Karten kommt. Aber bis wir dazu kommen, werden wir uns erstmal von unten nach oben arbeiten. Und wir fangen demnach erstmal mit den neuen Inhalten aus Dragon Ball Legend, den Handygame. Gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon ganz, ganz, ganz lange. Dragon Ball Legend ist am Start und es gibt zwei neue krasse Zugänge. Obwohl wir eigentlich Broly in dieser Form schon so ähnlich hart, also es gibt mehrere Brolys für Dragon Ball Legends, aber wir haben hier unten auch noch Metallcooler. Das finde ich natürlich sehr spannend, dass Metallcooler mit am Start ist bei Dragon Ball Legend. Und hier oben haben wir natürlich den Broly, natürlich der alte Broly, der Original Broly aus den alten Z-Movies. Ja, das erstmal zu Dragon Ball Legends. Dann kommen wir zu Dragon Ball Z Dokkan Battle, was auch natürlich richtig krass gesuchtet wird. Hier kommen wir, oder hier haben wir auch paar oder zwei neue Zugänge, die dazukommen. Es sind aber besondere Karten, es sind nämlich auch Erwachungskarten, Awakening-Karten so genannt. Die gibt es eigentlich schon, also es gibt schon einige Versionen davon in Dokkan Battle, aber jetzt kommen noch zwei andere dazu. Und zwar können wir hier sehen, dass wir hier einmal Zamasu haben und Trunks Jung. Zamasu könnte sich dann weiterentwickeln zu den rechten Zamasu, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Karte dann heißt. Und der kann sich dann Awakening zu der Gottform von Zamasu und dieser kann sich weiterentwickeln zu den fusionierten Zamasu oder was auch immer das sein soll. Das ist ja mehr so die böse Form, Hälfte, Hälfte. Oder die, glaube ich, die heißt sogar Konflikt mit dem Gott oder so, irgendwas in der Art heißt die. So, daneben haben wir natürlich Trunks in der gleichen Reihenfolge, Trunks Jung, Weiterentwicklung, Trunks, keine Ahnung was, dann Trunks Super Saiyan Rage, so nenne ich es mal, und dann geht es halt nochmal eine Stufe höher, so wie bei Zamasu. Sehr lustig eigentlich, zwei neue Zugänge, Trunks und Zamasu. So, jetzt wird es natürlich richtig krass, Leute, denn neben Dragon Ball Legends und natürlich auch Dokkan Battle gibt es natürlich auch was für den, ja, für die Konsole, und zwar für FighterZ, nicht nur für Konsole, natürlich auch für PC, aber da gibt es auch zwei neue Zugänge. Den einen kannten wir schon, der wurde ja schon damals angekündigt, nämlich Dragon Ball Goku GT Kid, ja, wo er halt klein ist. Er wird ja, wie gesagt, in GT durch die Dragon Balls klein gemacht wieder. Ja, den gibt es ja, den haben wir ja schon angekündigt bekommen. Und daneben, links daneben, gibt es dann auch Super Saiyan 4 Son Goku aus GT. Mega cool. Es sieht so aus mit der Drachenfaust sogar, mit der Ulti. Ich freue mich mega auf diese beiden Charaktere. Wie gesagt, GT und Dragon Ball, mega geil. Müsst ihr euch auf alle Fälle reinziehen. Und natürlich Super Saiyan 4 und kleine Son Goku. Sehr coole Sache für FighterZ. Und natürlich darf Dragon Ball Xenoverse 2 auch nicht fehlen. Ja, da kommt, ist ja schon ein bisschen langsam ruhig geworden um dieses Spiel. Es ist ja auch noch kein dritter Teil angekündigt worden oder sonst dergleichen. Wir wissen nur, dass momentan das RPG Dragon Ball irgendwie so in der Mache ist, wo wir halt einen kleinen Trailer schon gesehen haben. Aber momentan ist noch nichts weiter davon in den Gerüchteküchen. Wir haben aber zu Dragon Ball Xenoverse 2 auch wieder einen Neuzugang, und zwar Super Saiyan Gott Vegeta. Goku hatten wir ja schon und natürlich auch den Ultra Instinct Goku. Jetzt zieht endlich Vegeta auch wieder nach. Mein Liebling Vegeta ist wieder back am Start mit der Gottform aus dem Dragon Ball Super Broly Film. Dann links unten, ganz wichtig für alle, die Kolosseum in Dragon Ball Xenoverse 2 spielen, da werden wir auch einen Broly bekommen. Und wir werden sogar Gogeta Super Saiyan Blue bekommen als UR, also Ultra Rare. Sehr coole Sache, im DSC 9 wird es dabei sein, also seid gespannt. So, nun kommen wir aber alle für World Mission oder für die Card Game Zocker, nämlich
Dragon Ball Heroes Card Game ist ja auch am Start. Mit Switch und PC gibt es ja eigentlich World Mission, wie gesagt, am Anfang schon erwähnt. Nun ist richtig cool, haben wir mehrere Universal Mission Arcs, die dazukommen. Ich glaube 5, 6, 7, 8 und 9. Ich habe jetzt hier mal einen Scan aus der V-Jump noch hinzugezogen, nämlich von der 5 und 6 Mission, wo wir halt auch neue Karten haben. Wir sehen natürlich ganz klar da oben Son Goku, ja, im Super Saiyan Blue. Dann haben wir Gogeta, den Broly aus dem Film, dann nochmal Bardock. Wir haben auch Vegeta, Gottmodus, dann haben wir die beiden Helferlinge von Freezer. Dann haben wir Nappa als Jung. Wir haben auch Son Gokus Mutter Bulma und nochmal einen Son Goku. Also wir haben sehr viele krasse Karten aus diesen Filmen dazu bekommen. Freue ich mich mega. Ich glaube, da gibt es auch noch Paragus und sowas. Müsste man noch abwarten, was genau dort alles kommt. Und dann geht jetzt auch gleich weiter mit der Universal Mission 9 und 7 oder 8, 9 und 7. Auf alle Fälle haben wir da richtig krasse Zugänge. Einmal rechts oben irgendein Demigod. Ich weiß nicht genau den Namen, ja. So gut ist mein Japanisch auch nicht. Ich kann nur halt vermuten, was das für Karten sein könnten. Wir sehen erstmal natürlich rechts oben, der ist Berserker, ganz klar. Eines der stärksten, außer unter die SEC-Karten, einer der stärksten Karten. Die haben natürlich sehr wenig Defensiv und LP, aber dafür haben sie halt sehr viel Power. So, dann sehen wir hier noch weitere 8 Karten. Einige werden euch jetzt durch das neue oder durch die neue Folge bekannt vorkommen, aber gehen wir mal Schritt vor Schritt. Ich denke, dass der erste wahrscheinlich irgendwas mit Gogeta sein wird oder sogar, es könnte Yamoshi sein, aber ich glaube nicht, dass es Yamoshi ist. Ich glaube, irgendein Gogeta-Form oder sowas. Dann haben wir hier irgendeinen Demigod wieder aus dem Arc. Dann die nächste, weiß ich auch nicht genau, wer das sein könnte. Rechts würde ich sogar sagen, dass das Gohan ist, Super Saiyan 4 Gohan. Weiß ich aber auch nicht ganz genau, weil ich den Namen da oben nicht lesen kann. Leider. Dann haben wir natürlich, den kennen wir alle, Silas aus dem Universal World Mission. Dann haben wir den Great Saiyaman 3, den man auch im Spiel kennenlernt, den auch als Karte. Dann haben wir Lex oder Legges aus der neuen Folge, ne, die auch dort vorkam, die auch sehr krass zu scheinen seid. Müssen wir aber abwarten. Dann haben wir natürlich Vegeta Evolution, auch aus der neuen Folge, ne? Blue Evolution. Und dann richtig cool, da weiter unten geht es natürlich mit den Super Saiyan 4 weiter. Links sehen wir irgendwas mit, ich glaube, Son Goku. Links, ganz links, kurzen Emblem. Da sehen wir, glaube ich, Son Goku. Dann haben wir Broly auf alle Fälle. Dann Bardock, weil er hat da oben ein kleines Stirnbändchen. Das ist Bardock Super Saiyan 4. Dann haben wir nochmal Gogeta, glaube ich. Dann weiß ich nicht genau, ob das Vegetto ist. Könnte naheliegen, weil die beiden nebeneinander sind. Dann haben wir, glaube ich, Vegeta als Super Saiyan 4 und nochmal Son Gohan als Super Saiyan 4. Also wie gesagt, sehr richtig geile Karten kommen demnächst in den Updates für World Mission, für Xenoverse 2, für FighterZ, für Dokkan Battle und für Dragon Ball Legend. Also für jeden ist wirklich alles dabei, muss man ganz ehrlich sagen, was die Macher jetzt alles so geplant haben. Das war es aber im Grunde von diesem kleinen Video. Ich wollte, wie gesagt, euch nur kleine Infos geben, was denn demnächst für die Konsolen und die Spielemechanik von Dragon Ball uns bevorsteht. Wenn euch alles gefallen hat, hinterlasst ein Like, Abo, teilt die Video und schreibt in den Kommentaren. Würde mich so freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin erstmal raus und ciao.